in der Hand holen hier beim Heimspiel. Und hier dann die erste Chance. Sebastian Wilk mit links mal aus dem spitzen Winkel ins lange Eck. Da wäre Lippmann geschlagen gewesen, aber da war noch ein Verteidigerbein dazwischen. Dadurch jetzt der Eckball für Dynamo Schwerin. Treten wird ihn Sascha Friedrichsdorf. Schon am vergangenen Freitag gefährliche Ecken, immer wieder in den Strafraum der Postler. Aber diese kein Problem für Rechtsverteidiger Tommy Wag. Mohr setzt sich da durch. Und Stefan Lippmann dann zu leichtsinnig. Schöner Flankenwechsel. Wieder Sebastian Wild. Und der Pass auf Daniel Schmidt, aber der steht im Abseits. Da kann man auch mal die gelbe Karte geben, weil er den Ball noch wegschlägt, aber in solch einer Situation hört man manchmal den Schiedsrichterpfiff nicht. Ja, eben gesehen, der Freistoß ausgeführt von André Mathé. Etatmäßiger Stürmer beim SV Post Schwerin. Aber aufgrund der verletzten und gesperrten Misere hilft er dann ab und an wieder auf der Libero-Position aus. Hat es am Anfang der Saison schon einige Male gemacht. Aber spätestens nach dem zweiten Eigentor von ihm hat sich Trainer Deichmann dann wieder durchgerungen, Mathé in den Sturm zu stellen. Aber der gute Mann macht auch im Sturm zu wenig aus seinen Chancen. Nur 5 Tore für einen Stürmer nach 29 Spieltagen natürlich zu wenig auf der Habenliste. Da gibt es einige Spieler, die deutlich öfter getroffen haben, unter anderem Mittelfeldspieler Tobias Mohr, bereits schon 12 Saisontreffer, oder dann Stürmer Steffen Klatt mit 30 Saisontreffern. Der aber, wie gesagt, heute gelb gesperrt ausfällt. Der knallt da rein, das kannst du aber glauben. Oh, Julian ist 25. Ich habe ja noch einen Jüngeren. Nee, der spielt im Pampo. Der kann nicht, der kann ja nicht. Tja, dann sieht man heute ein Phänomen hier am Spielfeldrand, nämlich ein Schiedsrichterbeobachter, der schaut sich die Partie hier in der Kreisliga ganz genau an, nachdem man vom vergangenen Freitag Protest einlegte aufgrund der zahlreichen Schiedsrichterfehlentscheidung gegen den SV Post. Und natürlich den ganzen Vorfällen in dieser Saison gegen oder ausgeführt von der SG Dynamo, hat man sich entschieden, vom Schiedsrichterausschuss einfach mal so ein Spiel zu beobachten, um nicht immer nur die dritte Meinung zu hören, sondern das direkt mal vor Ort mitzuerleben. So, da lässt er sich natürlich zu viel Zeit, der stark im Aufbau, sieht aber noch den gut postierten Tommy Wag, der drischt den Ball einfach natürlich mal nach oben. Das wird gefährlich bei der tiefstehenden Sonne. Doch fehlt natürlich jetzt vorne drin
eine tamäßige Stimme, der jetzt hier bei der SG Dynamo auf dem Weg zum Führungstreffer ist. Daniel Schmidt. Der lange Ball vom Dynamo-Schlussmann. Unterschätzt von André Mathé. Tommy Wag kommt dann nicht mehr an den Ball. Und Daniel Schmidt mit dem Lupfer über Marcel Lippmann. Aus dem Nichts die Führung der Gäste von Dynamo Schwerin 2. Daniel Schmidt, wie gesagt, der Mann aus der dritten Mannschaft. Nicht gern gesehen, der Spieler in der Kreisliga. Durch seine arrogante Spielweise, die er an den Tag legt, und auch das Auftreten wird von vielen in der Kreisliga nicht gerne gesehen. Und dann wieder der Rückstand für den SV Poschwerin. 0:1, knappe Viertelstunde gespielt. Ja, jetzt hier eben am Ball gewesen, Helge Mieshoff, der Mann mit der 17. Letztes Jahr einer der besten Topscorer in der Liga, was Tore machen und Tore vorbereiten angeht. Jetzt aber berufsmäßig in Hamburg unterwegs, sodass er nur noch ab und an mal für den SV Poschwerin auflaufen kann. Und aufgrund, wie gesagt, der Personalnot hat er sich jetzt entschieden, heute hier gegen die SG Dynamo anzutreten. In 7 Spielen hat der gute Mann 7 Tore und 7 Vorlagen gemacht. Das spricht, glaube ich, auch für sich. Und hier eben die Flanke von René Kapczyk in die Arme von Marcel Lippmann. Kein Problem für den Schweriner Schlussmann. Bisher noch nicht getestet und es steht trotzdem schon 0:1. Der Spielaufbau über Reisenauer, der auf Stark und dann wieder zurück auf Reisenauer. Der hat mal Platz, kann mal den langen Ball versuchen und schickt auch Stark. Nur da macht Lippmann nicht mit. Nicht eingespielt, die Prostler. In der Formation in der Saison noch nicht gespielt. Aber was soll man machen mit so vielen Ausfällen? Da kann selbst Trainer Fuchs Frank Deichmann nicht mehr allzu viel ausrichten. Die Verlängerung von Friedersdorf. Wilk vernascht da Wag, aber Lippmann hat seinen Fuß dazwischen. Dann die schnelle Spieleröffnung. Stark. Ja, da lässt er den Bein stehen. Das Bein stehen. Dann riecht sich der Spieler natürlich zurecht auf. André, treibt sie raus! Und auch so kann eine Spieleröffnung aussehen. Schön die Seite verlagert auf Schulle. Der schickt Friedersdorf, aber der steht im Abseits. Und hier die Proteste der SG, dass der Schiedsrichter nur auf Zuruf entscheidet.